Ja, ganz herzlich willkommen hier aus dem Forum der Zukunft zum zweiten Future Slam, den wir hier austragen wollen. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Es hallt von hier vorne so ein bisschen, aber ich glaube, es passt. Sehr gut. Ja, schön, dass Sie wieder so zahlreich gekommen sind. Auch herzlich willkommen an alle, die von zu Hause aus zuschauen, vom YouTube-Kanal des Deutschen Museums. Wir werden heute 5 Ideen hören, 5 Ideen für eine bessere Zukunft. Jeder hat 10 Minuten Zeit, Sie kennen das Prozedere. Ich will nicht zu viel verraten, aber einen kleinen Ausblick gebe ich trotzdem. Ein Teaser zu den Themen, die wir heute hören werden. Wir werden lernen, wie eine Wasserstoffdrohne abhebt, und zwar sehr, sehr hoch. Wir werden hören, wie wir unsere Eltern, vielleicht auch die Großeltern, schützen können bei Stürzen, wie das besser gelingen kann mit einer ganz innovativen Lösung. Wir werden erfahren, wie man mit künstlicher Intelligenz Leute vor der Erblindung retten kann. Ganz spannendes Projekt. Außerdem hören wir was über Supraleiterbänder und über einen sehr revolutionären Werkstoff der Zukunft und warum der vielleicht noch sehr einen großen Wert für uns als Menschheit auch leisten kann. Außerdem finden wir heraus, wie Innovationen entstehen, wenn Ingenieurskunst und Natur aufeinandertreffen. Also was kann man noch lernen aus der Natur und wie können wir vielleicht von einem flugunfähigen Pinguin lernen, wie man Flugzeuge noch sicherer macht. Also all diese Dinge, die werden wir heute erfahren und es wird auf jeden Fall ein spannender Abend. Vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Also jeder der heute slammenden Teilnehmer hat 10 Minuten Zeit. In den 10 Minuten wird er seine Idee präsentieren für eine bessere Zukunft. Danach gibt es kurze Fragen aus dem Publikum. Also Sie sind herzlich eingeladen, sich schon mal einzelne Dinge zu überlegen, die Sie ganz besonders interessieren. Und ganz am Schluss muss natürlich jemand gewinnen und das wird derjenige sein, der hier den meisten Applaus verdient hat vom Publikum. Also es gibt sozusagen ein Applausometer und ich werde dann ganz genau zuhören. Notfalls habe ich noch eine App dabei, um es nochmal zu messen. Falls es so eng ist, dann werden wir das auch irgendwie hinkriegen. Ja, ich freue mich sehr auf den Abend und starte jetzt auch gleich los mit dem ersten Slam, der uns heute erwartet. Und zwar begrüße ich ganz herzlich auf der Bühne Cornelius Kaufmann. Ja. Cornelius, sehr schön, dass du da bist. Ich noch eine ganz kurze Einführung. Du machst gerade deinen Master in Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. Bist außerdem Projektleiter bei Levitum und vielleicht noch ganz kurz ein nicht ganz unerfolgreiches Startup. Also schon 2020 wurde dir ausgezeichnet bei einer Competition von der NASA und der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Also da hören wir vielleicht noch sehr viel mehr. Den ersten Einblick gibst du heute. Freuen wir uns alle drauf. 10 Minuten. Die Bühne gehört dir und du bekommst von mir natürlich auch den Presenter, den habe ich hier noch versteckt. Bitteschön. Ja, danke. Schönen Abend zusammen. Wir sind die studentische Initiative Levitum und unser Ziel ist es, eine Wasserstoff-Evitol-Drohne zu bauen, die eine Nutzlast von 2,5 Kilo über eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern transportieren kann. Ja, kurzer Überblick, was machen wir da eigentlich? Versuchen Sie sich doch mal 10, 11 Jahre zurückzuerinnern ins Jahr 2012. Wie sahen damals Paketlieferungen aus? Sie erinnern sich vielleicht, Sie haben irgendwas online bestellt, warten ein paar Tage, freuen sich darauf und dann kommt so ein netter Herr zum Beispiel bei Ihnen vorbei, ein paar Tage später bringt das Paket vorbei oder auch nicht und Sie holen es 2 Wochen später an irgendeiner Packstation 20 Kilometer entfernt ab und sind sauer. Ja, aber es ist tatsächlich ein ziemlicher Knochenjob das Ganze und führt auch zu vielen Ineffizienzen in der Lieferkette. Deswegen haben sich jetzt 2013 sehr große Unternehmen gedacht, wie zum Beispiel Amazon, Google, DHL, hey, das gehen wir jetzt an, wir machen diesen letzten Step, den skippen wir einfach und nutzen hier eine elektrische Drohne, die senkrecht starten kann und das Paket einfach bei Ihnen zu Hause in den Garten abliefert, direkt vor die Haustür und Sie haben direkt instant Zugriff auf Ihre Waren. Und ja, das war damals sehr groß in der Presse, wurde sehr groß publiziert. Alle haben sich drüber gefreut. Jeff Bezos hat damals gesagt, ja, in 4, 5 Jahren ist es soweit, dann werden wir das kommerziell sehr groß ausrollen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich habe mich damals sehr auf den 2017 gefreut, was dann ungefähr so aussieht, mit fliegenden Drohnen, die jederzeit einen versorgen, mit allen Waren, jederzeit, wann man Lust darauf hat. Ich dachte mir, wow, cool, da freue ich mich jetzt drauf. Und jetzt schauen wir mal auf die Uhr 2023, wie sieht es heute aus? Ja, sieht eigentlich im Wesentlichen noch genauso aus wie vor 10, 11 Jahren. Was eigentlich schade ist, und da fragen wir uns, wieso ist das so? Was hat das Ganze aufgehalten? Was hat das Ganze gestoppt? Und ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe, wieso solche Anwendungsfälle noch nicht so
ihren Einzug gefunden haben. Soziale Gründe, Akzeptanz in der Bevölkerung natürlich. Aber es gibt eben auch sehr technische Gründe und die liegen vor allem in dem Energieträger verankert, der da genutzt wird. Das ist nämlich die Lithium-Ionen-Batterie. Und die Lithium-Ionen-Batterie, die speichert im Vergleich zu anderen Energieträgern in der Luftfahrt, wie Kerosin zum Beispiel, sehr schwer Energie. Also die Energie, die gespeichert wird, dafür wird viel Masse benötigt, viel, viel mehr als bei Kerosin. Ja, das führt dazu, dass solche Drohnen nur kurze Reichweiten haben, leider nur kurze Flugzeiten. Und es gibt auch das Problem, dass gerade in diesen Anwendungsfällen, wo man eine hohe Produktivität, eine hohe Auslastung braucht, ist es nicht gerade optimal, wenn so eine Drohne dann 60, 90 Minuten am Boden stehen muss, bis sie wieder die nächste Mission fliegen kann. Jetzt ist die Frage, okay, diese elektrischen Antriebsstränge, das ist ja eigentlich super, elektrisch vertikal starten und landen. Man hat mit diesen elektrischen Motoren super viele Designfreiheiten, kann solche Drohnen sehr aerodynamisch effizient bauen. Gibt es da nicht Alternativen, wie man sowas betreiben könnte? Und Gott sei Dank, ja, die gibt es. Zum Beispiel den Wasserstoff. Wieso der Wasserstoff? Wasserstoff ist das chemische Element mit der höchsten Energiedichte überhaupt. Und das Coole ist eben, dass der Wasserstoff zusammen mit der Wasserstoffbrennstoffzelle auch diese elektrischen Antriebsstränge ermöglicht, die dieses ganze Thema eVTOL, also elektrisch senkrecht starten und in Horizontalflug gehen, überhaupt ermöglichen. Also wir schaffen so eine deutlich höhere Reichweite, viel mehr Energiedichte, viel längere Flugzeiten. Und wir haben auch den Vorteil, dass der Wasserstofftank, der genutzt wird, theoretisch in unter 5 Minuten wieder auftankbar ist. Und dann so eine Drohne sofort wieder abheben kann zur nächsten Mission und das nächste Paket ausliefern kann. Ja, schauen wir uns mal einen konkreten Vergleich an. Sie sehen hier auf der X-Achse eine Reichweite, für die so eine Drohne gebaut werden soll. Und auf der Y-Achse eine Abflugmasse, die so eine Drohne haben müsste, um diese Reichweite zu schaffen. Und wenn man sich jetzt mal konkret die dunkelblaue Linie anschaut, dann sieht man, dass ab so einer Reichweite von 50 Kilometer die Brennstoffzellenkonfiguration zu einer deutlich geringeren Abflugmasse führt und mehr Nutzlast bei gleicher Reichweite ermöglicht oder eben bei gleicher Nutzlast viel mehr Reichweite. Ja, das war auch das, was uns 6 Gründer damals 2021 dazu bewegt hat, hey, das finden wir cool, wir wollen da tiefer reingehen und das als Projekt, als studentische Initiative aufziehen. Wir haben damals sehr klein angefangen, erstmal angefangen, Prototypen zu bauen und uns sehr an diese ganze Sache, Thematik rangetastet, nach und nach Learnings mitgenommen im Bereich Strukturbau, Powertrain, auch Flugregelung. Hatten dann auch das Glück, dass wir in Garching an der Unternehmertum Zugriff auf den Makerspace haben, wo wir hochwertige Maschinen nutzen können, Kurse machen können, Know-how aufbauen können. Viel Arbeit rein investiert und da geht man aufs Flugfeld, freut sich auf den Flug und dann sieht das erstmal einfach so aus und man ist frustriert. Also man sieht, senkrecht landen hat funktioniert auf jeden Fall. Hat auch für viel Spott im Team gesorgt. Wir dachten uns, hey, das passt eigentlich super für ein perfektes Logo. Vielleicht sind militärische Anwendungsfälle auch nochmal ganz interessant. Aber nein, wir haben gesehen, okay, wir müssen irgendwie unsere Prozesse verbessern und besser werden darin, solche Drohnen fliegen zu lassen. Wir haben eine virtuelle Simulationsumgebung aufgesetzt, in der wir die Physik der Umgebung, aber auch die Physik der Drohne eben simulieren können und Flugtests dann schon virtuell durchführen können. Im nächsten Schritt geht man dann an eine Hover-Traverse, da ist dann die Drohne gesichert durch ein Sicherungsseil. Man kann Tests machen, ohne dass man jetzt wie vorhin das Risiko hat, teure Hardware zu verlieren. Und eben Daten aufzeichnen, die auswerten, Parameter anpassen und das Ganze dann Schritt für Schritt so optimieren, dass das Ganze dann irgendwann richtig gut fliegt. Hier ist es zum Beispiel ein Notchfilter, der störende Frequenzen rausschmeißt und das sieht man direkt am Flugverhalten, wie das Ganze dann nach und nach besser funktioniert, was es mittlerweile auch sehr gut tut. Wir haben jetzt seit Oktober 2022 auch die Möglichkeit, auf einem professionellen Flugfeld in Heilbergmoos zu fliegen, wo wir jetzt auch den ganzen Platz haben, dann zukünftig auch mit Wasserstoff zu fliegen und wo wir im November auch unsere erste vollautonome Mission dann durchgeführt haben, erstmalig. Ja, was kommt als nächstes? Ich habe gerade schon mal den Wasserstoff erwähnt. Das ist jetzt unser erster Prototyp, der jetzt wirklich mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle an Bord auch fliegen soll. Wir wollen über 300 Kilometer Reichweite damit schaffen, über 5 Stunden maximale Flugzeit und das Ganze bei einer Abflugmasse von 24 Kilo in dem Prototyp Mercurius 1. Und hier sieht man in dem Rendering, wie das dann aussieht. Es ist nicht Garching übrigens im Hintergrund, aber so soll es dann aussehen, wenn er mal fliegt. Ja, was sind die wichtigsten Komponenten, die verbaut sind? Wir haben vorne eine 1 Kilowatt Brennstoffzelle, die eben durch diesen blau dargestellten Wasserstofftank mit Wasserstoff versorgt wird. Der hat 300 Bar und 9 Liter. Und der Wasserstoff reagiert dann zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft zu eben der elektrischen Energie, die wir dann nutzen für den Flug. Haben hinten auch noch die Möglichkeit, eine Nutzlast unterzubringen und einen Flugregler, der das Ganze dann autonom steuert. Ja, das ist ein bisschen unsere Angeberfolie. Wir haben das Ganze auch schon dem Ministerpräsidenten Markus Söder vorstellen dürfen.
Die muss dabei sein, da freuen sich immer alle. Genau. Ja, wir sind eine studentische Initiative, Non-Profit, also gemeinnütziger Verein. Wir verkaufen jetzt kein Produkt. Was wir machen, ist einen Technologiedemonstrator zu bauen, der eben zeigt, dass diese neuen Reichweiten möglich sind mit der Technologie. Aber es gibt natürlich Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben. Da haben wir zum einen dieses Thema On-Demand-Lieferung, gerade im ländlichen Bereich, wo Zusteller weite Strecken, weite Wege fahren müssen und nur wenig Leute damit erreichen können. Da sind die Kosten auch am größten. Da hat man auch den Platz, senkrecht starten und landen zu können. Ein anderes Thema ist der Bereich Arzneimittelversorgung. Gerade auch hier wieder in ländlichen Gebieten braucht man oft Lagereinheiten, die sehr energieintensiv sind, wo man eben Medikamente lagert, um verschiedene Bereiche von Ländern eben abdecken zu können. So mit Drohnen könnte man über weite Strecken, Bevölkerungsschichten viel direkter, viel schneller versorgen mit aller möglichen Arten von Medikamenten quasi in Echtzeit. Ja, ein weiteres Thema ist auch die Vernetzung von internen Logistikstandorten, wenn zum Beispiel Unternehmen produktionswichtige Teile von A nach B von einem Produktionsstandort zum anderen produzieren müssen und hier Zeit sehr, sehr teuer wird. Da sind Anwendungsfälle auf jeden Fall da. Ja, bei so einem Projekt kommen viele Disziplinen zusammen, die da zusammenarbeiten müssen. Eigentlich alles, was man bei uns an der TUM studieren kann. Deswegen haben wir auch 5 Subteams, in die wir uns eingeteilt haben, die an den ganzen verschiedenen Problemstellungen eben arbeiten. Das sind die Leute dahinter aus dem Jahr 2022. Juli war das Bild. Damals waren wir 25. Mittlerweile sind wir 38 schon, die an dem Projekt arbeiten. Und man sieht, glaube ich, hier an dem Bild auch, dass es nicht nur komplex ist, so eine Drohne in die Luft zu kriegen, sondern auch alle Teammitglieder gleichzeitig für so ein Foto. Ich glaube, wir haben 20 Versuche gemacht und es hat nie funktioniert. Deswegen ist es nur das hier geworden. Ja, aber was kommt als nächstes? Also wir bauen gerade zusammen mit dem Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie einen Brennstoffzellenprüfstand auf, der jetzt auch fast fertig ist, mit dem wir das ganze System schon mal am Boden testen können. Das ist die teuerste Komponente, die Brennstoffzelle. Da darf nichts kaputt gehen, wie bei dem Bild von vorher. Und parallel wollen wir den großen Prototyp fliegen lassen. Der ist jetzt demnächst auch bereit dafür, erste Hover-Tests zu machen. Und wenn das dann alles funktioniert, dann werden wir zusammen mit dem Wasserstoff abheben und fliegen und das Ganze ausprobieren. Ja, als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich auf Unterstützer angewiesen aus Industrie und Forschung, die uns da unterstützen. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren und sind auch immer weiter auf der Suche nach neuen Unterstützern, die uns da helfen, die Sache anzupacken. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie jederzeit nochmal zurückkommen. Super. Cornelius, super, herzlichen Dank für deinen Vortrag, sehr interessant. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vielleicht direkt mal das Wort an Sie. Ah, hier, ja. Wie viel Nutzlast könnt ihr jetzt schon mitnehmen in der Drohne? Also wann kommen, wie viele Pakete von Amazon kriegt ihr da schon? Also in dem großen Prototyp sind es 2,5 Kilo Nutzlast. Die Zahl ist so ein bisschen, die kommt daher, dass 86% aller Pakete von Amazon sind unter dieser 5-Pound-Marke. Und wir wollten eben irgendeine Nutzlast mitnehmen, die einen repräsentativen Wert hat. Wir müssen unter 25 Kilo Abflugmasse bleiben, um eben in der offenen Kategorie A3 fliegen zu können, ohne großen Aufwand für Zertifizierung. Und daher kommt diese Größenordnung. Mehr ist bestimmt auch schön, aber für uns als Initiative studentisch ja nicht stemmbar. Der Generaldirektor des Deutschen Museums meldet sich, Herr Professor Heckel, bitte. Habt ihr mal überlegt, statt Brennstoffzelle direkt Wasserstoffverbrenner einzusetzen? Erste Frage. Zweite Frage, mehr eine, sagen wir mal, legal question, Luftraumhoheit, Überwachung, Problematik. Wenn alles funktioniert, hat immer noch dann die Luftraumüberwachung und die, ja, Drohnen einfach sozusagen Luftraumsicherheit überhaupt fliegen zu lassen in dem komplexen Luftraum, der auch in Deutschland herrscht. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also da gab es Ende 2021 die neue EU-Drohnenverordnung, die jetzt relativ neu eigentlich mehr oder weniger alle Missionen, die man fliegen kann, ermöglicht gesetzlich. Da ist mehr oder weniger jetzt alles möglich. Man muss eben nur zeigen, dass man die Sicherheitsstandards erfüllen kann und eben Redundanzen verbaut hat, um das eben zu schaffen. Aber wie gesagt, wir als studentische Initiative fliegen nur in dieser offenen Kategorie A3
unter 25 Kilo. Und die erste Frage war die Verbrennung von Wasserstoff, wenn ich es nicht vergessen habe. Ja, was eben so interessant ist, ist dieses Thema elektrisch starten und landen. Da haben die Elektromotoren riesengroße Vorteile, weil man die überall an den Stellen, wo man es braucht, eben positionieren kann, ohne dass man irgendwelche Getriebe oder irgendwelche Gas-Wasserstoffleitungen dahin führen muss. Und man kann diese Motoren eben auch runterskalieren, ohne Effizienz zu verlieren. Das ist bei großen Verbrennungsmotoren nicht der Fall. Und das ist eben dieser neue tolle Bestandteil, der das ganze Thema überhaupt ermöglicht. Hindernd war nur immer die Batterie bisher. Ja. Deswegen machen wir das mit Wasserstoff. Drawback ist die Brennstoffzelle. Bitte? Brennstoffzelle, ein bisschen Drawback, muss funktionieren. Genau. Ja, also was wir auch haben, ist, wir haben natürlich noch eine Hybridbatterie verbaut, High Power, die eben bei Leistungsspitzen nochmal extra Leistung in den Antriebsstrang reinliefern kann. Auch beim kompletten Ausfall von der Brennstoffzelle kann die Drohne dann auch noch sicher landen. Also da sind die Redundanzen gegeben. Bei größeren Systemen macht man es auch so, dass man mehrere Stacks in Reihe schaltet und dann da Redundanz hat. Danke. Gerne. Gut. Oh, noch eine Frage. Wie wissen die Drohnen, wo sie hinfliegen müssen? Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich sind verschiedene Sensoren in der Drohne verbaut, wie zum Beispiel ein GPS-Sensor oder auch ein Kompass. Damit kann die Drohne eigentlich zu jedem Zeitpunkt genau bestimmen, wo sie gerade ist. Und dann kann man am Boden vorgeben, okay, flieg bitte diese Wegpunkte zu dieser Geschwindigkeit ab. Und dann macht sie genau das und vergleicht, okay, ich bin gerade hier, will dahin und steuere meine Aktuatoren so, dass ich genau dahin komme. So funktioniert es. Eine Frage gibt es noch, die letzte Frage. In welcher Höhe fliegen denn die Drohnen? Also in welcher Höhe fliegt die Drohne oder darf sie fliegen? Ich glaube, für uns sind es jetzt 100 Meter und es muss auch in Visual Line of Sight sein, weil wir in dieser offenen Kategorie A3 fliegen. Später sind aber auch höhere Höhen möglich, 300, 400, 500 Meter. Dafür müsste man aber eben Zertifizierung oder eben weitere Schritte im Unternehmen, die wir jetzt nicht stemmen können. Genau. Danke. Super. Cornelius, herzlichen Dank. Dein Applaus schon Danke. Mal an der Stelle. Gut, ich darf Ihnen jetzt gleich direkt den nächsten, das Slammer-Team eigentlich vorstellen. Das besteht aus Michaela Stauch und Alexander Schöllkopf. Die beiden haben ein Unternehmen gegründet, nämlich XtriPi, und zeigen einen innovativen Weg, wie man eben ältere Personen davor schützen kann, vor allem im Fall, wenn sie schon gestürzt sind. Kommt direkt schon auf die Bühne. Genau, und zwar auf einen sehr schicken Weg und technologisch anspruchsvollen Weg. Ich glaube, Lifestein heißt euer Produkt. Ja. Und die Bühne gehört euch. Genau, hier ist der Presenter. Dankeschön. Wir gehen mal ein Stück rüber. Ups. Genau. So, verzeiht mir einmal meine schauspielerischen Kenntnisse. Alexander, ich habe das Internet gelöscht. Ja, so oder so ähnlich haben es wahrscheinlich auch schon viele von euch mal mit den eigenen Eltern oder Großeltern erlebt. Wenn ich jedenfalls an meine Großeltern und Technik denke, dann gehen mir eher solche Bilder hier durch den Kopf. Genau. Und ausgerechnet, wir stehen jetzt hier und wollen euch verkaufen oder wollen euch erzählen, dass ihr jetzt IoT-Schmuck für eure Eltern, für eure Großeltern kaufen sollt. Vielleicht die erste Frage, was ist überhaupt IoT? IoT steht für Internet of Things. Und das ist nichts anderes als ein Netzwerk von technischen Geräten, die miteinander in Verbindung stehen und Daten austauschen. Das kann zum Beispiel sein, das können Geräte aus eurem Smart Home sein, wie eine Waschmaschine. Das kann euer Auto sein, das muss nicht mal autonom dafür fahren. Das können auch Maschinen und technische Geräte aus Fabriken sein. All diesen technischen Geräten ist gemein, dass sie Sensoren haben. Sensoren, die Informationen messen zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, allgemein Prozessen, die ablaufen. Und damit wir diese Daten gewinnbringend nutzen können, werden sie auf eine IoT-Plattform hochgeladen und dort analysiert. Und das Ergebnis dieser Analyse wird wiederum zu den Endgeräten zurückgespielt und führt dort zu höherer Effizienz in Produktionsprozessen oder einer besseren User Experience. Die Geräte können dabei verbunden sein über Technologien wie Bluetooth. Wir kennen es alle, die Verbindung zwischen der Smartwatch und dem Handy beispielsweise. Oder auch über das hauseigene WLAN, wenn der Laptop mit dem Drucker verbunden ist. Die Herausforderung von IoT liegt jetzt darin,
möglichst viele Geräte miteinander zu verbinden und das über möglichst große Distanzen hinweg. Dabei sollten zum einen die Kosten natürlich gering sein und zum anderen der Energieverbrauch möglichst gering sein. Wenn wir jetzt ehrlich sind, Technologien wie Bluetooth, WLAN, auch Mobilfunknetze eignen sich dafür nur bedingt. Genau aus diesem Grund wurde LoRaWAN entwickelt. LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network und ist vergleichbar mit einem Mobilfunknetz, nur eben mit anderer Sendefrequenz. LoRaWAN eignet sich perfekt, um kleine Datenmengen über große Reichweiten zu übertragen und das bei sehr geringem Energieverbrauch. So ist es nicht unüblich, dass in der Industrie Geräte jahrelange Akkulaufzeiten haben, weil sie eben nur alle paar Tage, vielleicht sogar nur alle paar Wochen kleine Datenmengen versenden. Genau. Vergleicht man jetzt LoRaWAN mit Technologien wie Bluetooth oder WLAN, auch den Mobilfunknetzen, so wird relativ schnell klar, welche Stärken LoRaWAN besitzt. Bluetooth, WLAN, wir kennen es alle, eignen sich hervorragend, um große Datenmengen zu transportieren, aber die Reichweite ist eben eher gering. Und Mobilfunknetze haben wiederum eine lange Reichweite, aber sind relativ kostspielig und haben einen hohen Energieverbrauch. Nicht umsonst müssen wir unsere Handys quasi täglich laden. LoRaWAN hingegen, wie schon gesagt, eignet sich, um kleine Datenpakete zuverlässig über große Reichweiten hinweg zu transportieren und das bei nur geringem Energieverbrauch. Kosten tut es nur Bruchteile von Cents und in Sachen Reichweite schlägt es alle anderen Kategorien und alle Technologien um Längen. Verzeihung. Genau, das wohl größte und bekannteste oder eins der größten und bekanntesten Netzwerke, das auf LoRaWAN basiert, ist Helium, the People's Network auch genannt. Deswegen so genannt, weil die Nutzer und Nutzerinnen quasi sich selbst die Netzanbindung zur Verfügung stellen, indem sie Router zu Hause aufstellen oder an anderen Orten, völlig egal. Dafür erhalten sie eine Belohnung in Form von einer Cryptocurrency, nämlich Helium, und können diese wiederum dafür einsetzen, eigene technische Geräte an das Netz anzubinden. Wir sehen auf dem Screen hier mal die Abdeckung von Nordamerika und von Europa. Und der Eindruck, dass die Abdeckung sehr gut ist, bestätigt sich, wenn wir uns unseren Standort jetzt hier angucken. In den Waben, die Nummern steht für die Anzahl der Router, die überall platziert sind. Und wenn man bedenkt, dass jeder Router eine Reichweite von 10 bis 15 Kilometern hat, dann ist die Netzabdeckung in der Tat sehr, sehr gut. Wo werden IoT-Geräte heute schon genutzt? Die gängigsten Einsatzmöglichkeiten habt ihr wahrscheinlich alle daheim. Wer von euch nutzt denn smarte Glühbirnen? Ein paar. Wer hat sowas wie Alexa oder Google Nest daheim? Ein Staubsaugerroboter vielleicht noch? Ich habe vorhin hier vorne einen gespottet. Und wer steuert denn die Heizung oder die Jalousie schon übers Handy? Wow, auch welche da, cool. Andere Einsatzmöglichkeiten, die man eigentlich verwenden könnte, aber auch der Wasserstandzähler sein. Bei mir ist das Ablesen vom Wasserstandzähler immer ein unglaublicher Pain, weil der bei mir hinterm riesigen Spiegelschrank ist, den ich alleine schon mal nicht runterbekomme. Das heißt, ich muss mir vorher schon immer Hilfe von Freunden organisieren, weil der Ableser, also der Mitarbeiter, mir natürlich beim Abheben nicht helfen darf, aus Versicherungsgründen. Und zur optimalen Uhrzeit kommt er natürlich auch nicht immer vorbei. Was wäre aber, wenn nicht mehr jede einzelne Wohnung manuell abgelesen werden müsste? Es gibt bereits IoT-Wasserstandzähler, die einmal verbaut ca. 20 Jahre halten. Also ein enormes Einsparungspotenzial für Stadtwerke und somit auch für den Endverbraucher. Abseits der eigenen vier Wände gibt es natürlich auch einiges an Einsatzmöglichkeiten im beruflichen Kontext. Mit Temperatursensoren kann ich beispielsweise die Kühlkette von Impfchargen nachverfolgen oder auch für Lebensmittel im Gastrobereich. Mit CO2- und Feuchtigkeitssensoren kann ich in riesigen Bürokomplexen das Raumklima steuern oder auch die Schimmelbildung vermeiden. Kombiniere ich jetzt Feuchtigkeitssensoren und Temperatursensoren, habe ich den idealen Use Case für die Landwirtschaft. Das heißt, der Landwirt kann jederzeit und überall sich über den aktuellen Stand der Pflanze informieren. Ein anderer Use Case in der Landwirtschaft wäre beispielsweise auch das Tracking von Nutztieren. Das heißt,
jede Kuh, jedes Reh, jedes Rentier, jeder Büffel, das Pferd bekommt einen eigenen Sensor und der Landwirt weiß jederzeit dank Geofencing, wo sich das Tier aktuell befindet. Heute sind bereits ca. 25 Milliarden IoT-Geräte online und bis 2025 soll die Zahl schon auf 75 Milliarden steigen. Diesem Wachstum liegt natürlich einiges an Faktoren zugrunde. Zum einen natürlich die technologische Weiterentwicklung, der starke Netzausbau, wie Alex vorhin kurz angeschnitten hat, die sinkenden Kosten und natürlich auch eine steigende Nachfrage. Auch Fortschritte in anderen Bereichen wie künstliche Intelligenz oder Machine Learning trägt zu einem positiven Wachstum der IoT-Geräte bei, weil die diese noch intelligenter und leistungsfähiger machen. Im privaten Bereich wird ein riesiger Wachstum vor allem im Smart-Home-Bereich und auch im Wearable-Bereich vorhergesagt, im geschäftlichen dann eher in der Fertigung, in der Logistik oder auch in der Gesundheitsversorgung. In der Wearables, in der Gesundheitsversorgung, schauen heute so aus. Kennt vielleicht der ein oder andere als Hausnotrufknopf von den Eltern und Großeltern. Die Ästhetik stellt schon mal sicher, dass wirklich niemand das gerne tragen will. Und technologisch sind die auch nicht gerade in diesem Jahrhundert angekommen, weil sie oft an Festnetz angebunden sind und somit nur in den eigenen vier Wänden funktionieren. Was ist aber, wenn Oma, Opa spazieren geht, dort einen Notfall hat oder ohnmächtig ist und gerade keinen Knopf drücken kann? Meine Oma will deshalb sowas absolut nicht tragen. Und deshalb haben wir Lifestyle entwickelt. Dank IoT-Anbindung sind die bisherigen Nachteile von Hausnotrufknöpfen Geschichte. Unser Lifestyle ist quasi die Evolution des Hausnotrufknopfs, könnte man sagen. Und wenn Oma unterwegs ist, dann stellt Lifestyle sicher, dass es immer zuverlässig funktioniert, eine automatische Sturzerkennung gleich mit drin hat, das heißt, ich muss nicht manuell einen Knopf drücken. Und es funktioniert auch vollständig autonom. Das heißt, Oma braucht kein Smartphone, kein Internet und auch kein technisches Verständnis. Das Horrorszenario, was Alex vorhin angeschnitten hat, tritt also somit nicht ein. Und das Beste daran, Lifestyle sieht auch noch gut aus. Dank modularem Design kann man Lifestyle als Kette, Clip oder auch als Armband tragen. Genau. Wir sind Alex und Michaela. Wir sind zwei der drei Co-Founder von Lifestyle. Und schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns da immer über Unterstützung. Like und Subscribe, wie man so schön sagt. Und ich glaube, die Message ist klar, dass IoT durchaus auch hilfreich für eine ältere Generation ist. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Michaela und Alexander. Was gibt es für Fragen? Ich würde direkt wieder das Wort ans Publikum geben. Gibt es Fragen? Ja, ja, bitte, hier vorne. Moment. Ist es schon verfügbar? Leider noch nicht. Wir sind in den finalen Entwicklungsschritten und Finanzierungsrunde. Ah. Da trägt jemand das schöne Gerät. Ja, aber das ist Prototyp und noch nicht käuflich erwerblich. Price Range kommt natürlich auf das Material an, das man sich aussucht, wie exklusiv man will. Kette und Sensor wahrscheinlich so 250 Euro, aber nageln Sie mich nicht fest. 250. Also einmal Schmuckkomponente und der Sensor. Genau. Weitere Fragen? Ist es nur Sturzerkennung oder haben Sie andere Funktionen darin schon integriert oder kommen die noch? Also wir haben eine automatische Sturzerkennung, ist richtig. Wir haben hinten auf der Fläche auch einen Knopf verbaut. Also man könnte auch noch drücken, wenn man das möchte. Über unsere App kann man dann auch noch weitere Sachen einstellen, wie zum Beispiel eine Trinkerinnerung, dann leuchtet das
oder eine Medikamentenerinnerung könnte man darüber auch steuern. Also es werden nach und nach Features hinzugefügt. Ah, noch eine Frage. Also wenn man dann, ich gehöre ja vielleicht zu dem Personenkreis, ne? Wenn man dann stürzen würde, was würde dann passieren? Genau, die Angehörigen haben eine App auf ihrem Handy installiert und die bekommen dann eine Nachricht. Und in der App kann man eine Benachrichtigungshierarchie festlegen. Das heißt, man will vielleicht nicht, dass direkt der Hausnotruf, der Notarzt vor der Tür steht, sondern man will vielleicht eher erstmal den eigenen Kindern, den Enkeln Bescheid sagen oder den Nachbarn, dass die einem helfen können. Oft braucht man einfach nur Hilfe beim Aufstehen. Da muss nicht der Notarzt gleich vor der Tür stehen. Okay, danke. Gut, die letzte Frage noch. Wie sieht denn das Ganze mit Datenschutz aus? Also speichert ihr die Daten irgendwo ab, kommen die ins Internet? Du sagst, die werden an eine App weitergegeben. Vorteil von IoT tatsächlich auch. Wir wissen quasi nicht, wer den Schmuck trägt. Letztendlich wissen nur die Angehörigen, ja, wem sie den Schmuck gerade geben. Das heißt, das ist schon mal ein Anonymisierungsschritt sozusagen. Und der Plan ist, dass wir die Bewegungsdaten später auch nutzen können, um Sturzvorhersage machen zu können. Also mit den Daten kann man hier auch durchaus was Gutes machen, aber es wird natürlich nicht personenbezogen gespeichert oder an Krankenkassen weitergegeben oder irgendwas. Das ist natürlich als Medizinprodukt oder als Produkt im Medizinbereich ein Riesenthema, Datenschutz. Oh, noch eine Frage, ja, bitte. Für den Endkunden? Wir haben eine App noch mit dran, die dann natürlich primär bei den Angehörigen liegt und nicht bei den Trägern selbst. Und die zahlt man dann nochmal monatlich. Und dann je nachdem, was für Features man noch hinzubuchen will, kann man da recht flexibel ein Preismodell für sich finden. Wird wesentlich günstiger sein als das, was man bei den bisherigen Anbietern zahlt. Da kann man ja gut und gerne bei 40 bis 70 Euro im Monat rauskommen. Das werden wir deutlich unterschreiten. Gut. Wann wird es soweit sein, ist die Frage. Die große Frage. Ich schaue zum Entwickler. hoffentlich zum nächsten Weihnachtsgeschäft. Gerne auf unserer Website vorbeischauen, für den Newsletter eintragen und dann wird man informiert. Gut. Michaela, Alexander, vielen Dank für eure Idee. Euer Applaus. Ja, genau. Bevor es jetzt weitergeht, werden Brillen ausgeteilt an Sie hier im Publikum. Ich glaube, insgesamt 25 haben wir da. Genau, die geben wir jetzt erstmal rum und gerne dann auch dem Nachbarn ausleihen sozusagen. In der Zeit stelle ich dich schon mal vor, lieber Manuel. Manuel Opitz, er wird uns zeigen, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Augenärzte dabei unterstützen kann, ein bisschen schärfer hinzuschauen, vielleicht genau hinzuschauen und Leute dann im besten Falle vor der Erblindung dann zu retten. Ein sehr spannendes Modell und du hast ja auch ein Unternehmen gegründet, das Unternehmen Deep Eye, und bist da schon aktiv und genau, gleich werden Leute hier feststellen können, wie es ist, eine Sehbehinderung zu haben, aber ich will gar nichts vorwegnehmen. Genau, die Bühne gehört dir, lieber Manuel, und los geht's. Super. Bevor jetzt alle die Brillen aufsetzen, vielleicht erstmal ganz analog den Anfang. Ganz einfach. Und zwar stellt euch einfach mal kurz vor, was wäre für euch der schlimmste vorstellbare Sinnesverlust? Machen wir jetzt kurz mit Handzeichen. Also für wen wäre das zum Beispiel der Geruchssinn? Bitte mal Hand hoch. Für wen wäre es das Hören? Ah, schon ein paar mehr. Und für wen wäre es das Sehen? Das ist relativ eindeutig. Und deswegen trifft es sich hervorragend, dass ich heute kurz darüber berichten möchte, wie wir bis 2030 versuchen, 1 Million Menschen vor Blindheit zu bewahren. Willkommen zum Zukunftspitch. Und noch vorab ein paar ganz kurze Worte. Ich bin kein Arzt,
Also bitte, wenn Sie einen ärztlichen Ratschlag wollen, gehen Sie zu Ihrer Augenärztin, die kann Sie deutlich kompetenter beraten als ich. Zweitens, ich zeige gleich eine KI, auch im Einsatz, die ist noch nicht zugelassen. Die wird aktuell für Forschungszwecke von Firmen wie Novartis, Bayer, Ärzteverbänden und sowas auch eingesetzt. Die ist noch nicht zugelassen, darf nicht am Patienten verwendet werden. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Da sind wir gerade auch noch dabei. Und als drittes, Modelle sind immer eine Vereinfachung der Realität. Ich versuche alles gleich an einem einzigen, mehr oder weniger, ich schummel ein bisschen, an einem einzigen Modell zu erläutern. Es ist, wie gesagt, eine krasse Vereinfachung der Realität, aber die Realität würde jetzt auch nicht in 10 Minuten passen. Deswegen mache ich das Ganze am Modell. Let's go. Jetzt nochmal das Spiel. Hand hoch. Wer kann das hier lesen? Das sieht sehr gut aus bei den meisten. Wer kann das hier immer noch lesen? So, und jetzt noch die oberste Zeile. Wer kann das noch lesen? Auch die ganz hinten im Publikum? Ja. Sie haben jetzt natürlich schon gesehen, ich habe mit Ihnen etwas vereinfachten Sehtest gemacht, ja, also auf so einer Sehskala quasi, relativ vereinfacht. Jetzt dürfen Sie die Brillen aufsetzen. Und falls Sie keine bekommen haben, dürfen Sie die auch sonst gerne nochmal weitergeben oder natürlich auch für die Zuschauer zu Hause. Das ist ungefähr das, was jetzt die Kollegen gerade sehen, die so eine Simulationsbrille aufgesetzt haben. Das ist übrigens ein ganz toller Verein, Pro Retina. Und was Sie hier eben sehen, dieser graue Fleck, das simuliert das Endstadium einer sogenannten altersbedingten Makuladegeneration, also schon relativ weit fortgeschritten. Was ist das Ganze? Können die Brillen wieder abnehmen? Und ich räume auch hier mal ganz kurz auf der Folie. Genau, also wenn wir uns das Auge einmal kurz vorstellen, die Makula, das ist der schärfste Punkt des Sehens, ungefähr hier. Und das funktioniert so ein bisschen wie der Chip in der Kamera. Ja, da sind die meisten Sehzellen drin. Diese grüne, dünne Schicht, das ist hier die Netzhaut mit den ganzen Sinneszellen, den Sehzellen. Und bei der altersbedingten Makuladegeneration, altersbedingt hört man ja schon raus, ist so ab 55 plus die Generation in der Regel, meine Großeltern, vielleicht eure Eltern. Wenn da Blutgefäße reinwachsen, dann kann man nicht mehr so gut sehen. Das ist ein bisschen wie im Kamerachip, wenn da irgendwie was reinwachsen würde und dann noch Flüssigkeit verliert, dann würde das eben auch kaputt gehen und das ist irreversibel. In Deutschland leiden rund 9 Millionen Menschen an Netzhauterkrankungen und die AMD, das ist kurz für altersbedingte Makuladegeneration, ist die häufigste von diesen Erkrankungen. Ist auch für rund 50% aller Erblindungen in Deutschland verantwortlich, rund 2/3 aller Erblindungen durch Netzhauterkrankungen. 1 Million von denen sind in einem Endstadium und damit die nicht blind werden, muss man die behandeln. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was wir vorher gerade ja auch schon hatten. Wir haben hier diese Skala wieder. Und wenn ihr jetzt irgendwie merkt, okay, die Sicht wird vielleicht schlechter, ihr habt vielleicht auch schon ein gewisses Alter erreicht, bei Diabetikern kann sowas übrigens tatsächlich auch schon früher losgehen, dann geht ihr zum Augenarzt und der Augenarzt macht dann eben auch einen richtigen Sehtest, jetzt nicht sowas vereinfacht mit euch und stellt dann fest, ihr könnt vielleicht die oberste Zeile nicht mehr sehen, aber dazwischen geht's noch. Das nennt man dann die sogenannte Baseline. Also von dort gehen wir jetzt aus. Wenn man jetzt nichts tun würde, bei der AMD würde es dann relativ schnell bergab gehen. Das heißt, ihr würdet eine Sehbehinderung erleiden, eventuell sogar komplett erblinden. Ja, ich habe selber 3 Fälle in der Familie. Habe ich vor 2 Jahren herausgefunden und tatsächlich jetzt eben auch einen Fall von Sehbehinderung in der Familie, weil eben die Therapie vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das erhofft haben oder auch zwischendurch mal abgebrochen wurde und dementsprechend jetzt auf einem Auge sehbehindert. Man kann dann eben sehr viel nicht mehr im täglichen Bedarf machen, braucht Hilfe beim Einkaufen, kann kleine Knöpfe nicht mehr bedienen, keinen kleinen Text mehr lesen. Zum Glück gibt es seit ungefähr 15 Jahren eine Therapie dagegen. Und was dann passiert, sehen wir jetzt hier in dieser Kurve. Wir haben sogar initial eine Sehverbesserung wieder, weil die Flüssigkeit hinten in der Netzhaut reduziert wird. Und dann ganz, ganz langsam nimmt der sogenannte Visus, also die Sehschärfe, wieder ab. Allerdings wirklich sehr lange und man kann damit auch eine sehr gute Sicht bis zum Lebensende haben. Also meine Oma zum Beispiel hat bis zu ihrem Tod sehr, sehr gut sehen können, dank dieser Therapie. Das ist jetzt das, was die Pharmafirmen in ihren Zulassungsstudien nachgewiesen haben. Wenn wir uns aber die Realität angucken, die ist leider häufig nicht ganz so gut. Das ist jetzt eine große Studie, die ist schon ein paar Jahre alt. Und da sieht man, dass man tatsächlich schon in weniger als 2 Jahren wieder da ist, wo man ganz am Anfang stand. Und danach geht es weiter nach unten, also heißt, man erleidet wieder hier einen Sehverlust.
Diese Studie hat natürlich jetzt ganz viele Zentren aus Europa, vor allem hier, das ist jetzt die Kurve für Deutschland, dabei gehabt. Und die waren bei ganz verschiedenen Ärztinnen und Ärzten. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was können denn die Besten überhaupt erreichen? Da gibt es jetzt Ärzte, das ist das St. Franziskus Augenzentrum in Münster, die erreichen folgende Daten. Das sind die Daten nicht nur von 2-3 Patienten, sondern von fast 2500 Patienten, die die jetzt zum Beispiel über 2 Jahre therapiert haben. Das heißt, die schaffen wirklich diese Ergebnisse, die man auch aus den Zulassungsstudien kennt. Das sieht man sonst aber fast nirgendwo. Wirklich exzellent. Und vielleicht nochmal für die, die jetzt vorhin schon bei der dritten Zeile Probleme hatten. Ich habe es nochmal kurz farblich eingefärbt. Können Sie sich selber die Frage stellen, wo möchten Sie in die Behandlung gehen? Oder auch Ihre Angehörigen? Jetzt ist natürlich keine Lösung, dass wir alle nach Münster ziehen oder immer dort zum Augenarzt gehen oder vielleicht auch hier in München gibt es sicherlich auch exzellente Augenärztinnen, dann genau dorthin gehen. Was haben diese Ärzte also gemacht? Die haben geguckt, was machen wir anders? Die haben einerseits sehr viele digitale Tools eingesetzt und zweitens haben sie natürlich auch ein sehr, sehr großes Wissen und eine große Exzellenz in dem Bereich, sind mit vielen Universitätskliniken affiliiert, mehrere Professoren dabei, viel Forschung gemacht und gucken eben auch sehr viel, dass geschult wird. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben sich KI-Experten dazu geholt und mich, also quasi ein Team darum aufgebaut und haben gesagt, naja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir diese zum Beispiel Bilddaten, hier sehen Sie ein Beispiel, nutzen und damit eine KI beibringen, was wir können und das dann allen weltweit zur Verfügung stellen. Also allen Augenärztinnen und Augenärzten. Und wenn Sie jetzt eben zum Augenarzt gehen, dann würden die von Ihnen ein kurzes Bild von der Netzhaut machen, das sieht so aus. Da gucken die nach Veränderungen. Jetzt auf dem zweiten Bild sehen Sie, die KI hat mal markiert, wonach man also typischerweise guckt in so einem Bild. Das sind sogenannte Biomarker. Da gibt es sehr viele KI-Forschung in diese Richtung. Und jetzt sehen Sie hier nochmal, was unsere KI tatsächlich auch noch machen kann. Wir können sogar eine Vorhersage machen, wie der Behandlungsbedarf sein wird in Zukunft. Und zwar individuell für jeden einzelnen Patienten. Also braucht man eher viele Spritzen, braucht man eher wenige Spritzen zum Beispiel. Und das kann kein Arzt zu Therapiebeginn wissen. Die gucken das erste Mal rein und dann wird am Anfang gleich therapiert und dann irgendwann merkt man, dass die Therapien für die Leute so ein bisschen auseinandergehen. Man titriert quasi die optimale Therapie für jeden von euch. Also nochmal zusammengefasst, Ärzte sehen aktuell dieses Schwarz-Weiß-Bild, ja, Aufnahmen von der Netzhaut. Es gibt sehr viele KI-Entwicklungen gerade in diesem Bereich, die versuchen vielleicht bei der Screening oder bei der Diagnose zu unterstützen. Also hat jemand was oder was hat diese Person? Wir sind aber die Einzigen, die jetzt tatsächlich auch eine kommerzielle Lösung entwickelt haben, um zu unterstützen bei diesem Blick in die Zukunft für Ärzte. Also wirklich der Blick in die Zukunft, was ist die optimale Therapie für jeden Einzelnen von euch? Und das zeige ich jetzt einmal kurz hier live im Video. Wenn der Techniker zum Beispiel beim Augenarzt von euch ein Bild gemacht hat, dann kommt das in so eine Bildbearbeitungssoftware. Mit einem Klick landet das Ganze dann in der KI, wird eine Analyse durchgeführt. Hinterher gibt es einen kleinen Report zurück. Dieser Report, ist quasi ein PDF-Dokument, wird nochmal dann verglichen. Also der Arzt hat vielleicht diese Meinung. Die KI kann das Ganze dann bestätigen und nochmal diesen Blick auch in die Zukunft ermöglichen, sodass dann vielleicht eine bestimmte Therapieform gewählt wird. Und man kann auch nochmal kurz nachgucken, was vielleicht noch in den Bildern gefunden wurde, was vielleicht die Ärzte eventuell übersehen haben. Gute Nachricht ist, in der Regel stimmen KI und Arzt überein. Es ist wie so ein Sicherheitsnetz, eine zweite Meinung. Manchmal gibt es eine Differenz und dann hat man natürlich wirklich den Vorteil. Und dazu gibt es diese Informationen, die der Arzt oder die Ärztin im Bild auch nicht erkennen kann. Also die KI kann wirklich Sachen erkennen, aus diesem Bild herauslesen, die Ärzte nicht wissen. Zum Beispiel, ob jemand Raucher oder Nichtraucher ist oder sogar auch das Geschlecht der Person. Gut, dafür müssen Sie natürlich nur vor sich gucken, dann sehen Sie das auch schon. Aber auch andere relevante Informationen, die wirklich einen Mehrwert bringen. Ja, was nehmen wir jetzt von heute mit? Also als erstes, wenn Sie demnächst mal eine alte Bekannte treffen, also eine ältere Bekannte, die vielleicht schon das 55. Lebensjahr überschritten hat und Sie winken ihr zu, sie grüßt nicht zurück, einfach mal ansprechen. Es kann sein, dass diese Person Sie nicht mehr genau scharf sehen kann. Ja, auch gerade, wenn das eben jemand vielleicht auch mit Diabetes ist. Das Zweite, das ist jetzt auch kein ärztlicher Ratschlag, ganz einfach kurz mal einen Sehtest machen, wenn man Sehprobleme hat, ist sicherlich gesunder Menschenverstand. Oder auch, wenn Sie Angehörige haben, bitte gerne mal dann zu einem Sehtest schicken. Und als Letztes, ich hoffe, ich konnte Ihnen erklären, warum es wichtig ist, in die Zukunft sehen zu können, auch für Augenärztinnen und Augenärzte, damit eben alle unsere Verwandten, Bekannten und in Zukunft auch wir selber vor Blindheit bewahrt werden. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, ich bin später noch hier. Oder auch online über LinkedIn, altmodisch per E-Mail. Wir stehen gerne
zur Verfügung für Gespräche und suchen immer Unterstützer für unser Team oder für unser Vorhaben. Bleiben Sie gesund! Danke. Manuel, vielen Dank für deinen Vortrag. Genau. Wir schauen mal, was es für Fragen gibt aus dem Publikum. Da hinten sehe ich schon eine Frage. So, vielen Dank für den schönen Vortrag. So wie ich das den Folien entnommen habe, hängt der Therapieerfolg ja anscheinend maßgeblich vom behandelnden Arzt ab. Wie kann die KI dabei helfen? Also bei der Diagnose, aber wie kann sie bei der Therapie helfen? Entschuldigung, ich habe ehrlich gesagt wenig verstanden. Könntest du das Mikro nochmal irgendwie... Entschuldigung. Also vielen Dank für den schönen Vortrag. So wie ich das Ihren Folien entnommen habe, hängt der Therapieerfolg maßgeblich von dem behandelten Arzt ab. Wie kann die KI dabei helfen? Genau, also diese KI ist jetzt integriert in diese Systeme, die der Arzt sowieso hat. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Heidelberg Engineering, Zeiss und Topcon zusammen. Das sind so die Marktführer, die diese Geräte, also diese Augenaufnahmegeräte herstellen und auch die Software dafür. Wir sind jetzt direkt rein integriert in diese Software. Damit sind wir quasi live in 85% aller Augenarztpraxen weltweit bei 220.000 Augenärzten und können denen quasi eine Zweitmeinung anbieten und sie damit direkt unterstützen. Also das Wissen von diesen Experten aus Münster, aber auch hier von München. Wir arbeiten mittlerweile natürlich mit vielen Kliniken zusammen, können wir direkt weitergeben und damit quasi in die breite Masse aller Augenärzte tragen. Und das Zweite ist natürlich, wie gesagt, wir können auch Sachen erkennen, die jetzt diese Ärzte gar nicht erkennen konnten, weil sie vielleicht in so einem Bild für das menschliche Auge nicht sichtbar sind oder weil sie auch eben jetzt nicht Millionen von Bildern, Milliarden von Datenpunkte wie unsere KI, die ja hat, als Lernvoraussetzung bekommen haben. Und das können wir auch wiederum denen weitergeben. Herr Professor Heckel. Das Business-Konzept besteht darin, dass die Software, die KI-Software, mit zum Beispiel einem Ophthalmoskop mitverkauft wird, oder? Oder ist es ein Leasing-Modell oder wie geht's? Genau. Was ist der Business-Case? Genau, also der Kunde sind am Ende quasi einmal die Augenärzte. Also aktuell sind es hauptsächlich Pharmafirmen, die das Ganze für die Forschung einsetzen. Und in Zukunft, wenn wir eben die Zulassung haben, direkt die Augenärzte. Die Augenärzte werden dann Jahres- oder sogar Dreijahreslizenzen abschließen, zusammen genau mit dieser Software, die sie auch mit den Geräten kaufen, ganz genau. Und das Schöne ist, dass es zum Beispiel in Deutschland sogar Erstattungsmöglichkeiten quasi für sowas gibt. Da ist Deutschland ausnahmsweise mal führend über sogenannte Selektivverträge. Aber auch in anderen Ländern ist es natürlich, in den USA gibt es schon jetzt erste Erstattungscodes, zum Beispiel für KI im Radiologieeinsatz, aber zum Beispiel auch im Augenheilkundebereich, was das Screening angeht. Und deswegen ist es natürlich auch unser Ziel, hier eine Erstattung zu haben. Das heißt, der Arzt muss es nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, sondern bekommt, wenn wir das nachweisen können in Studien, dass wir damit einen medizinischen Mehrwert liefern, natürlich auch eine Erstattung dafür von der Krankenkasse. Gut, genau, noch eine Frage. Servus, hallo. Sie hatten ja gesagt, dass die KI die einzige ist, die auch eine Therapieform vorschlagen kann. Daher die Frage, worauf basiert das? Also haben Sie vergangene Therapien angeschaut oder woher kann das die KI vorschlagen? Ja, also die meisten KI-Teams, tatsächlich ist ja auch immer so ein Problem, sind ganz ehrlich, die Methoden gibt es seit 8 Jahren eigentlich, die man dafür bräuchte. Das Problem sind häufig die Daten. Und wir haben tatsächlich hier eine hervorragende Ausgangssituation, dass wir wirklich zum Teil Verläufe von Patienten haben, die über 10 Jahre zum Augenarzt gegangen sind. Diese Daten wurden dann anonymisiert, natürlich, und dann eben in diese KI eingespeist. Das heißt, man kann wirklich die Therapieverläufe sehen, wie haben die auf verschiedene Injektionen reagiert. Und daraus hat dann die KI eben was gelernt, was so eben menschlich auch gar nicht möglich ist, wirklich vorherzusagen, wenn man jetzt eben gewisse Bilder gesehen hat, wie könnte es weitergehen. Die Vorhersage ist nicht perfekt, aber ist in einem sehr, sehr hohen Genauigkeitsbereich. Und das ist eben der große Unterschied, sowas können wir menschlich gar nicht leisten. Und das ist wirklich auch das, wo die Augenärzte immer begeistert sind, weil sie sagen, naja gut, diese Flüssigkeit, es ist jetzt schön, wenn das farblich markiert wird, das hilft mir vielleicht, ein bisschen schneller zu werden, aber eigentlich kann ich das auch. Aber diese Vorhersage, das können die gar nicht, weil sie dafür ja gar nicht die Voraussetzungen, quasi diese Datenbank in ihrem Kopf haben und sowas dann durchzusimulieren, wie wir das tun. Gut,
Manuel, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Danke. Super spannend. Viel Erfolg. Gut, das nächste Team, das jetzt gleich auf die Bühne kommt, wird ein paar Aufbauten machen. Wir werden jetzt ein Whiteboard aufbauen und eine Demonstration sogar. Das nächste Team besteht aus Dr. Cornelia Hinze von der Firma Teva und Paul Huslage vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Die beiden werden uns beweisen, warum Supraleiter ein einzigartiger Werkstoff sind und warum es dabei auch eine kleine Verbindung zum Deutschen Museum gibt, sage ich im Anschluss. Aber das, die Bühne gehört euch, der Presenter. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Cornelia Hinze. Ich bin die Abteilungsleiterin von der Firma Vertrieb und Anwendungen bei Teva Dünnschichttechnik hier in Ismaning, gar nicht weit von hier. Und zusammen mit Paul machen wir heute eine kleine Präsentation. Hallo. Mein Name ist Paul Huslage. Ich war mal Werkstudent bei Teva. Also habe der Dame neben mir 2 Jahre lang Kaffee gekocht und jetzt bin ich Doktorand am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und wir erzählen euch heute etwas über Supraleiter und wofür sie gut sind. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Prinz, Stadtwerk in München. Wir brauchen mehr Strom in der Stadt. Wegen der ganzen Elektroautos und generell der Stromverbrauch steigt, Wärmepumpen, Energiewende und so. Ja, da kein Problem, wie viel denn? 20% mehr. Junge. Ja, muss wohl, ne? Tschüss. Ja, die Stadt München hat angerufen, wir brauchen viel mehr Strom in der Stadt in der Zukunft. Und ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also, ich muss 5 von solchen Kabeln in die Stadt verlegen. Ich muss hier alles aufreißen, Straßen, U-Bahn, Netz, alles, riesige Baustellen. Die Stadt will das nicht, es wird ganz, also, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Hallo. Was wird denn das? Die Stadt hat gerade angerufen, ich muss 5 von solchen Kabeln hier verlegen und ich weiß nicht, wie ich dem Bürgermeister die ganzen Baustellen erklären soll. Ja, aber wieso denn 5? Reicht doch 1. Ja, wir brauchen aber so viel Strom. Ja, aber es ist ja supraleitend. Ja, was ist denn supraleitend? Also normalerweise verliert ein Stoff seinen elektrischen Widerstand nicht, wenn er kälter wird. Der Widerstand sinkt zwar ab, aber es bleibt immer ein Restwiderstand übrig. Bei einem Supraleiter ist das nicht so. Ab einer bestimmten Temperatur, wir nennen das dann die kritische Temperatur oder Sprungtemperatur, hat der Stoff überhaupt keinen elektrischen Widerstand mehr. Null. Nix. Gar nichts. Das gibt es eben in verschiedenen Kategorien. Es gibt die Tieftemperatur-Supraleiter und die Hochtemperatur-Supraleiter und wir machen Hochtemperatur-Supraleiter. Das ist super praktisch, weil kein elektrischer Widerstand entsteht auch keine Verluste. Und wenn es keine Verluste gibt, dann kann es natürlich auch keine Wärmeentwicklung geben. Und weil wir keine Wärmeentwicklung haben, können wir extrem kompakt bauen. Also nur zum Vergleich. Wenn ich Strom leiten möchte und ich habe ein Kupferkabel, dann muss das so riesengroß sein, einfach wegen der Wärmeentwicklung durch den elektrischen Widerstand. Ich kann die gleiche Menge an Strom durch so einen kleinen Querschnitt Supraleiter schicken. Wie sieht so ein Supraleiter eigentlich aus? Ganz einfach, das ist eine Keramik, das sieht man hier, das ist diese schwarze Schicht. Und die scheiden wir ab über ein Beschichtungsverfahren in einer Vakuumkammer auf diese Stahlbänder. Das können wir in verschiedenen Breiten inzwischen machen. Und dann wird das Ganze noch schön mit so einem Kupfermantel umgeben. Und fertig sieht das dann so aus. Und daraus kann man so ein wunderschönes Kabel machen und nicht dieses altmodische Zeug da. Das klingt ja erstmal ganz toll mit Ihrem Superleiter. Aber Sie haben gesagt, das muss man kühlen. Wie kalt muss das denn werden? Ja, das ist eben der Vorteil an den Hochtemperatur-Supraleitern. Da brauchen Sie nur flüssig Stickstoff für. Aber das ist doch bestimmt immer noch sehr teuer, oder? Ja, aber es ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Also wenn Sie sich das jetzt hier mal auf der Grafik angucken, Sie müssen nur einmal buddeln, Tiefbaukosten. Mhm. Gut, kostet natürlich in einer Stadt wie München jetzt nicht wenig.
Dann haben Sie ein bisschen Materialkosten und die Kühlung macht nicht so viel aus. Ja, aber das ist immer noch sehr viel teurer als ein konventionelles Kabel. Ja, schon. Aber von dem konventionellen Kabel brauchen Sie ja 5 Stück von diesen Oschis. Hm. Und vom Supraleiter brauchen Sie nur ein einziges. Das heißt, Sie müssen nur eine Strecke buddeln und nicht 5. Im Betrieb haben Sie auch einen Riesenvorteil. Wie gesagt, bei der Supraleiter haben wir viel weniger Wärmeverluste. Allein schon, was in der konventionellen Technik an Wärmeverlusten anfällt, habe ich beim Supraleiter schon mehr, also habe ich im konventionellen System schon wesentlich mehr als beim Supraleitung, inklusive der Überwachung, der Kühlung und allem, was dazugehört. Ja, das klingt ja nach einer richtig guten Idee. Ich glaube, wir sollten das machen. Ja, das glaube ich auch. Die eigentliche Frage ist, wo wollen Sie eigentlich den ganzen Strom herkriegen, den Sie dann durch unser wunderbares System verteilen wollen? Ja, da habe ich mal was vorbereitet. Ich würde sagen, wir machen einfach Kernfusion. Das ist doch eh gerade in den Medien, das ist eine ganz tolle Sache. Was ist denn jetzt Kernfusion? Gut, dass Sie fragen. Bei Kernfusion ist es so, wir wollen schweren und überschweren Wasserstoff, also Deuterium und Tritium, wollen wir fusionieren. Die sind aber beide Atomkerne, ne, sind ja positiv geladen, stoßen sich ab. Wir müssen die also so heiß machen, dass sie so schnell werden, dass die Abstoßungskraft überwunden wird. Und dann fusionieren die, machen richtig viel Energie. Also viel ist gar kein Ausdruck. Tonnen. Es entsteht nur Helium als Abfall. Ein Neutron wird frei, das schlägt uns in die Reaktorwand. Die Reaktorwand wird heiß, Turbine, Strom, toll. Das klingt super. Los geht's. Das haben sich schon viele Forscher gedacht. Was man macht ist, wir wollen es ja sehr heiß machen. Um genau zu sein, es muss 100 Millionen Grad heiß werden. Und dafür brauchen wir nichts Geringeres als den besten Druckkochtopf, den das Universum je gesehen hat. Und das sieht dann so aus, wie man da oben sieht. Man baut im Wesentlichen so einen magnetischen Donut. Man macht ein sehr starkes Magnetfeld. Das Gas ist so heiß, dass es ionisiert wird. Also die Teilchen, die Atomkerne trennen sich von den Elektronen. Alles ist geladen. Man kann alles in einem großen magnetischen Donut einschließen. Dafür braucht man allerdings sehr, sehr starke Magnetfelder. Und das ist ein Problem. Weil um sehr, sehr starke Magnetfelder zu erzeugen, braucht man sehr, sehr viel Strom. Und ich verspreche, es bleibt die einzige Formel in diesem Vortrag. Hier auf der linken Seite sehen wir das sogenannte Fusionstrippelprodukt. Das sagt uns, wie viel Energie gewinnen wir mit unserem Reaktor. Und wir sehen, das können wir auf zwei Arten steigern. Entweder wir erhöhen das Volumen, also wir bauen einen größeren Reaktor. Das Problem, das ist wie immer in Fusion, groß heißt halt wieder sehr, sehr groß. Und die andere Möglichkeit ist eben dieses Magnetfeld. Wenn wir das nämlich verdoppeln könnten zum Beispiel, dann könnten wir vielleicht unser Fusionsprodukt verachtfachen. Und das wäre ganz toll, weil das Fusionsprodukt steigt eben nicht linear mit dem Magnetfeld, sondern so mit hoch 3 oder hoch 4, das sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Wir sind aber sehr stark limitiert durch die Materialien, die wir für die Magnete benutzen können. Also wäre richtig gut, wenn wir irgendwie stärkere Magnete bauen könnten. Ging da was? Ich glaube, ich hätte da was. Mhm. Also das ist jetzt hier so ein Supraleiter. Ah ja. Das ist so ein netter kleiner Supraleiter, ist überhaupt kein Problem. Und dann nehmen wir den und so. Schöne Kupfermantelung, gell? Das ist hübsch. Die Sache ist die, wenn wir und da dann, jetzt dann wickeln so eine... wir das jetzt so drauf. Mhm. Und dann machen wir uns einen schönen Magneten. Wir bräuchten aber nicht so eine planare Spule, sondern wenn wir sowas bauen wie da auf dem Bild, das ist ein sogenannter Stellarator, dann brauchen wir schon ein bisschen was Komplexeres. Und da habe ich auch mal was vorbereitet. Da müssen wir sowas hier bauen. Ich weiß nicht, wäre das möglich? Ja, eigentlich schon. Ich denke, ja doch, sowas wäre möglich. Kein Problem. Kann man mit dem netten Bändchen hier machen. Ist okay. Ah ja, aber... Sie haben doch erzählt, das ist ja Keramik. Geht das nicht kaputt, wenn wir das so verbiegen? Nö, eigentlich nicht. Also so eine Spule, da hatte ich meinen Praktikanten, der hat sowas gebaut und hat das getestet. Und es war ein wunderbares Magnetfeld, wie berechnet. Also ach, hat wunderbar funktioniert. Das war superleitend, also bei Flüssigstickstofftemperatur. Das klingt ja einer verdammt guten Sache. Ja, durchaus. Also ja. Wenn ich das richtig sehe, haben wir schon was gelernt heute. Erstens, wir haben Supraleiterbänder für moderne Stadtnetze und das entwickeln wir jetzt in diesem Moment mit unseren geschätzten Partnern von den Stadtwerken, von Linde, NKT und zusammen mit dem KIT und der Fachhochschule Südwestfalen. Das ist das Superlink-Projekt, das wird hier in München auch dann zum Einsatz kommen. Und ja, wir haben vorhin festgestellt, ist eine super Idee.
Ja, und vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Thema Kernfusion. Da bieten Supraleiter oder Hochtemperatur-Supraleiter wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass wir eben das Magnetfeld steigern, dadurch die Reaktoren sehr viel kleiner bauen können, ja eben wie gesagt, sehr viel kleinere Maschinen zu bauen und dadurch potenziell auch einfach die Entwicklungszeit, die eine Maschine braucht, stark zu verkürzen und ja einfach die Timelines, die wir bei Fusion haben, die ja tendenziell immer sehr weit in die Zukunft reichen, vielleicht etwas vorzuziehen. Und das ist ja wirklich eine große Chance, meiner Meinung nach, in denen viele, denn es gibt Startups, die daran arbeiten. Es gibt auch hier auf der linken Seite sehen wir meine Doktorarbeit. Also rechts ist das große Experiment, was in Greifswald steht. Links gibt es einen kleinen Hochtemperatur-Supraleiter-Demonstrator sozusagen, den wir an unserem Institut bauen. Und ja, das ist wirklich eine große Chance. Und Supraleiter können einen sehr großen Unterschied machen im Energienetz, Energieerzeugung der Zukunft. Und das ist eine sehr spannende Sache. Und das ja, machen wir beruflich und das beste Job der Welt. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Cornelia und Paul. Die ganz großen Probleme, das könnte wirklich die Menschheit verändern. Also Respekt, wow. Sehen wir mal, was es für Fragen gibt. Herr Professor Heckel, Sie haben mit Sicherheit eine Frage, oder? Ich hätte gesagt, da hätte ich jetzt drauf gewettet. Naja, gut. Ich habe eine kleine Ergänzung eigentlich. Wer den Effekt natürlich von Hochtemperatur, Supraleitung direkt spüren will, der braucht nur ins Verkehrszentrum des Deutschen Museums gehen. Da kann er mit einem Wagen fahren, gleitend in einem Spalt 8 mm über der Schiene, die also ein Hochtemperatur-Supraleiter ist. Und Georg Bettnatz, der Nobelpreisträger für Physik, unser Kuratoriumsmitglied, der den Effekt entdeckt hat, muss man sagen, hat uns ja diese Technologie ins Deutsche Museum gebracht. Und auch das ist eine Anwendung, so wie und euer Boss, Firmenboss, war ja auch bei der Eröffnung dabei. Also das ist tatsächlich, und deshalb bedanke ich mich auch bei euch, eine Technologie, die wirklich schon existiert, an vielen Stellen Schlüsselprobleme lösen kann. Dankeschön. Hochtemperatur-Supraleiter, ja. Genau. Gleich eine, ja, bitte. Ja, fantastische Erfolg. Ja. Genau, im Hintergrund, vielleicht mogel ich mich noch kurz dazwischen, Bild von unserem Supra-Gleiter. Ich wollte aber gar nicht die Show stehen und gleich wieder dem Publikum die Fragen überlassen. Bitte. Ja, über welche Strecken ging der denn, also beispielsweise, um von den Ländern, wo tagsüber gerade die Sonne scheint, in die Länder zu schicken, wo sie gerade in der Dunkelheit sind. Über welche Strecken, welche Stärken kann der denn leiten? Meinen Sie jetzt das Kabel oder den ja, also in dem Superlink-Projekt entwickeln wir erstmal ein Demo-Kabel, das wird 150 Meter lang, da werden wir 6 Monate lang unter Realbedingungen testen, wie sich das Kabel verhält, also mit Spannungsspitzen, Stromspitzen, alles was dazugehört. Und die Strecke, die dann projektiert werden wird, also die Strecke, da haben wir uns noch nicht entschieden, oder sagen wir mal, die Stadtwerke haben sich noch nicht entschieden, wird 12 bis 15 Kilometer lang für dieses Kabel. Das Besondere daran ist, Entschuldigung, wenn ich das ergänzen darf, das Besondere daran ist, wir haben tatsächlich ein System, ein geschlossenes System, wo eben der Flüssigstickstoff auch wieder zurückgeleitet wird und rückgewonnen werden kann. Es gibt ja auch andere Projekte, die sind meistens ein bisschen kürzer oder arbeiten auf einer anderen Leistungsebene, zum Teil eben so, dass man am einen Ende vom Kabel den Stickstoff reingießt und am anderen dampft er raus. Das ist bei 12 Kilometern nicht machbar. Sie brauchen eine Zwischenkühlstation. Sie schildern also die erste anstehende Verwendung dieses Supraleiters mit der Stadt München zusammen. Auf diesen Skalen, ja, es ist die erste. Es gibt bislang Demonstratorobjekte in kürzeren, also bestimmt haben Sie das Projekt Ampercity in Essen gehört. Das ist der erste auf deutschem Boden gewesen. Das sind, ich glaube, 1 Kilometer. Und das ist seit 8 Jahren, glaube ich jetzt, funktioniert das einwandfrei. Das hat zumindest gezeigt, dass die Technik langzeitstabil ist. Weil diese Dinger, die werden einmal in den Boden gelegt und dann wollen sie das nicht, also 50 Jahre lang nicht mehr aufmachen. Das ist eben der große Use Case jetzt in der Stadt München, dass diese alten Kabel, die mit Gasinnendruck, die sind jetzt 50 Jahre alt. Die müssen raus. Und sie können das natürlich mit sowas halt in ein bisschen neuer machen oder sie gehen halt richtig innovativ rein und machen das mit einem Supraleiter. Was dann natürlich die Kapazität des Netzes quasi magisch erhöht.
Vielen Dank. Noch eine Frage? Genau, danach bist du gleich dran. Oh. kann man die Donuts auch essen? Und wenn ja, was ist der beste Geschmack? Die magnetischen Donuts. wir arbeiten dran, also ich meine Chefin sitzt direkt neben dir, also wir können ja mal fragen, ob wir dafür auch Geld kriegen, aber wahrscheinlich auch ziemlich kalt, oder? Ja, ist kalt, schmeckt auch so, wie wahrscheinlich, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick, wie wenn man so eine 1-Cent-Münze lutscht wahrscheinlich. Aber das wird schwierig, also da muss ich passen. Meine Frage dreht sich so ein bisschen um diese, ihr hattet vorhin mal so einen Vergleich dargestellt mit ab 5 Kabeln rentiert sich's dann. Also wenn ich 5 Kabel ersetze durch ein Supraleiterkabel, dann ist die Rechnung super oder vielleicht auch bei 4 schon. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, aber der Großteil sind ja eigentlich die Baukosten. Und wenn wir jetzt 5 Kabel legen von einem Punkt zum nächsten, haben wir ja eigentlich nicht 5-mal die Baukosten, oder? Also man gräbt ja nicht 5 Gruben, sondern man gräbt eine breitere Grube, um 5 Kabel reinzupacken. Es ist unmöglich, die alle an eine Stelle zu packen. Also man muss verschiedene Strecken legen. Aber dann müsst ihr auch verschiedene Strecken legen, oder? Denke ich mal. Also ihr könnt ja, wenn wir Punkt A mit Punkt B verbinden, legen wir dann... Bei uns entsteht ja keine Hitze. Also diese Kabel werden richtig heiß. Die müssen auch gekühlt werden. Und so, also 5 nebeneinander, ja, dann reden wir von so einem Umfang hier. Ich weiß nicht, haben Sie mal in so eine Baugrube reingeguckt, wenn zum Beispiel ein Glasfaser gelegt wird oder so, das ist ganz schön voll. Also ja, unter München ist es voll. Mit der Baubranche zu tun, deswegen frage ich. Genau, also deswegen hat man den Platz nicht. Aber wenn man nur, also das Supraleiterkabel hat dieselben Dimensionen wie dieses hier. Also plus 3 Millimeter tatsächlich, blöderweise. Aber es ist tatsächlich, es hat dieselben Dimensionen, es entwickelt keine Hitze. Sie haben keine elektromagnetische Strahlung drumherum, Sie brauchen keine Abschirmung. Und da muss tatsächlich nur 1 gelegt werden. Und dadurch, dass das eben ohne Widerstand leitet, wird es den ganzen Strom auf sich ziehen und der Rest des Netzes ist dann entlastet. Also die Verteilung von diesen Kabeln hat tatsächlich am meisten was mit der Belastung der Umgebung zu tun und weniger mit der Belastung des Netzes an sich. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, aber wenn nicht, ich bin nachher noch da, wir können weiter diskutieren. Ja, man kann sich ungefähr vorstellen. Wie lang darf denn oder kann denn jetzt ein solches Netz sein? Zum Kabel. Ich muss ja da den Stickstoff reinbringen und irgendwann kommt er wieder raus. Was sind da die Strecken, die man sich da vorstellt? Also unsere aktuellen Projektionen für das 12 Kilometer lange Kabel ist, ich habe eine Kühlstation an jedem Ende und eine Mittelstation. Herr Professor Heckel hat noch eine Frage. Leider keine Frage, aber ich kann noch eine Antwort geben. Ich habe mal ausgerechnet, wenn alle Autos, die in Neuperlach in der Nacht Laternen parken, elektroladen würden, den Strom, den man dazu braucht, dazu müsste man etwa Kupferkabel von 3 Meter Durchmesser nach Neuperlach verlegen. Und es ist schlichtweg nicht vorstellbar. Und mit einem Hochtemperatur-Supraleiterkabel ist es vorstellbar. Also kommt es in eine vorstellbare Dimension zumindest. Also vielleicht ist das Wichtigste an dieser Folie, man muss sich immer den Gesamtsystemzusammenhang angucken bei so einem superleitenden Kabel. Also wenn Sie jetzt irgendwo ein Kabel haben, was dann, sagen wir mal, hinter Obertupfingen verbindet mit der nächsten Station, da lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Aber in so einer dicht besiedelten Ecke wie zum Beispiel München oder auch Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin, was auch immer, diese großen Metropolen, die haben tatsächlich die Schwierigkeit, wie erhöhe ich die Strommenge, ohne dass ich den Platz für mehr Kabel habe und ohne auch, dass irgendjemand das bezahlen kann. Ja, vielen Dank für die Anregung mit den Elektroautos in Perlach. Jetzt muss den Strom ja auch in die Stadt reinbringen. Wir haben den ja gar nicht. Die letzten 2 Wochen haben wir gelernt, dass so viel Strom in Norddeutschland ist und ich kriege den nicht nach Süddeutschland. Ist das auch eine Anwendung für die Technik? Ich sag mal, der Gedanke ist nicht neu. Aber es ist tatsächlich nochmal ein Ticken schwieriger, weil man braucht ja immer eine Redundanz. In einem Stadtnetz habe ich immer eine Redundanz. Ich werde nie den gesamten Strom über dieses eine Kabel leiten müssen. Wenn ich jetzt eine große Trasse von Nord nach Süden baue, ich brauche quasi eine zweite nebendran, weil was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass diese eine Trasse ausfällt und ich keinen Ersatz habe. Das ist ein Problem.
Das andere ist, also je größer die Länge, desto teurer wird es natürlich auch. Und irgendwann denke ich mir, okay, lohnt es sich noch auf Superleiter zu gehen? Und dann mache ich einfach super Hochspannungs-DC-Leitungen. Ist auch eine Frage der Technologie, wie weit bin ich in dem Moment? Also im Moment ist das immer noch relativ neu, relativ teuer. Das kann in 5 Jahren anders sein. Aber wenn Sie eine DC-Leitung verlegt haben, die werden Sie nicht nach 5 Jahren wieder wegreißen, um eine Supraleiterleitung dahin zu legen. Definitiv nicht. Gut. Cornelia Paul, herzlichen Dank für euren Vortrag. Also, und an der Stelle vielleicht doch nochmal der kurze Werbeblock. Also jeder, der mehr erfahren will über die Technik der Supraleitung und eben einen weiteren Anwendungsfall, der kann gerne unser Verkehrszentrum besuchen. Da sieht man nämlich, den hatten wir ja vorher kurz gezeigt, den Demonstrator, der einen schweben lässt, eben auf einer supraleitenden Werkstoff bzw. einem Magneten. Gut, kommen wir zum nächsten Beitrag. Wir hören jetzt gleich einen Vortrag von Gwilym Mosedale. Es ist heute der letzte Slam des Abends und er wird uns erzählen, ist ein Experte für Bionik, hilft koordinierend an der TUM eben diese Materie auch weiterzugeben. Und er wird uns genau erklären, sozusagen, was man sich von der Tierwelt noch abschauen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Wir wissen alle, es gibt viele wundersame Wesen da draußen, die alle teilweise ganz in der Nische spezielle Superkräfte entwickelt haben. Was kann man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch abschauen? Und da freuen wir uns jetzt auf den Vortrag von dir, Gwilym. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Und du bekommst von mir noch den Presenter natürlich. Den habe ich jetzt wieder weggeräumt. Sekunde. Oh, oder hast du den? Hier ist der Presenter. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Wer im Publikum hat denn Kinder, Enkelkinder, Neffen, Nichten, gilt alles in der Altersspanne zwischen, sagen wir mal, 4 und 9, 10 Jahren? Bitte kurze Anmeldung. Okay. Erinnern Sie sich noch, wissen Sie noch, wo Sie im, also Entschuldigung, ich weiß was über Sie, erst einmal. Mit dieser Info haben Sie mir weitergeholfen. Sie waren im Zoo, richtig? Und wissen Sie noch, wo Sie am längsten gestanden sind? Vor welchem Gehege, vor welchem Baumhaus oder welchem Aquarium? Ja, Sie haben wahrscheinlich viele Tiere gesehen. Also es gibt Daten, es gibt Umfragen. Die beliebtesten Zootiere bei Kindern sind Erdmännchen und Affen. Affen, ja. Ich habe jetzt eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Bei mir geht es um Pinguine. Die gute Nachricht, die rangieren so im Mittelfeld, sehr solide, also sehr rezipierbar. Es gibt zwei Umfragen und in beiden sind sie auf Rang 7. Das schafft auch nicht jeder. Und ich will ja den Vortrag für Sie interessant gestalten. Das heißt, ich werde Sie durch einen Perspektivwechsel führen. Sie werden Pinguine jetzt in einer neuen Art und Weise erleben. Und ich werde Sie in eine Rolle schlüpfen lassen, die für Pinguine vielleicht etwas ungewohnt sind. Und gleich erscheint diese Rolle hier am Bildschirm. Pinguine sind Ingenieure. Das heißt, denn das sitzen die vor dem Bildschirm und entwerfen CAD-Zeichnungen? Bedienen die 3D-Drucker oder schreiben technische Datenblätter? Nein. Die Evolution hat alle Tiere genauso ausgestattet, dass sie überleben können. Wenn Sie sich überlegen, wir schicken Astronauten ins All. Wir schicken sie aber nicht ohne Ausrüstung. Sie haben genau das, was sie brauchen, um in dieser lebensfeindlichen Welt, dem Weltall, zu überleben. Die Evolution hat das bei den Pinguinen auch gemacht. Also die Durchschnittstemperaturen sind in manchen Monaten in der Antarktis minus 45 Grad. Also der Vergleich mit dem Weltraum ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und die brauchen Technik, um in dieser unwirtlichen Welt zu überleben. Ja, schauen wir uns das genauso an. Ich unterfüttere das natürlich auch, das soll jetzt nicht nur eine Behauptung sein. Hier links vor dem Pfeil sehen Sie einige Bereiche, in denen diese Technik, die Pinguine besitzen, sie sind nicht die Ingenieure, sondern die Technologieträger. Sie sehen hier also schon eine ganze Auswahl an verschiedenen technischen Bereichen, ne? Von Strömungsmechanik über Optik, Sensorik, Heuristik und Verfahrenstechnik. Schauen Sie uns mal den zweiten Punkt an. Pinguine haben am Schnabelansatz ganz kleine Federn, 3 Millimeter lang, verändern aber total die Strömungsmechanik. Dadurch verringert sich der Widerstand, der Strömungswiderstand um 31%.
Ja, also ich hätte gerne ein Auto, das 31% weniger Benzin verbraucht. Weiß nicht, Sie? Und dadurch, das ist für die Pinguine extrem wichtig, denn die jagen ja Fische. Und wir wissen alle, wie schnell Fische schwimmen. Und diese Energie geht dann direkt in die Geschwindigkeit. Es hilft sie auch, wendiger zu sein, denn Fische sind wendig. Und wer einen Fisch fangen will, muss dem Fisch folgen können. Das heißt, diese kleinen Federchen haben auch einen doppelten Effekt in der Wendigkeit. Bionik ist eine Innovationsmethode, kann man sich merken. Und da ist es dann natürlich, dass man sich konfrontiert mit einigen unserer Problemstellungen, die wir haben und wo wir gerne Probleme lösen würden. Hier habe ich mir mal eins ausgesucht, passend zur Jahreszeit. Also überall da, wo Eis ungebetener Gast ist, kann es zu Problemen kommen. Im Haushalt ist es ein Ärgernis, wenn Sie die Gefriertruhe abtauen müssen. Oder wir kennen alle den Wintermorgen, wo wir Eis von der Windschutzscheibe kratzen müssen. Ein bisschen ernster wird es, wenn die Infrastruktur leidet, also wenn Stromkabel Eis ansetzen und der Strom ausfällt oder wenn die Flugzeuge verspätet sind. Und ganz dramatisch ist es bei Fischkuttern. Also Eis kann sich sehr schnell bilden, bis zu 0,5 bis 1,5 Millimeter pro Stunde. Und die werden dann so kopflastig, da bildet sich so eine Masse über dem Schwerpunkt, dass die einfach umkippen und kentern und sinken. Da sind also Menschenleben drin. Genau. Gut. Jetzt können wir uns auch einer Lösung annähern. Sie kennen alle die Redewendung, eine gute Frage ist schon die halbe Antwort. Welche Frage können wir uns da stellen? Eigentlich mit dem, was ich Ihnen schon gezeigt habe, mit dem, was Sie schon wissen, können Sie diese Frage formulieren. Das ist eine extrem spannende Frage. Hat jemand eine Idee? Was lernen wir vom Pinguin? Warum ist Ihr Federkleid nicht vereist? Also jeder, der einen Hund hat mit langen Haaren, der im Schnee spielt, oder es gibt Surfer, die surfen im Winter auf Lake Michigan, die haben so richtige Eisbrocken im Bad. Ja? Und warum passiert das beim Pinguin nicht? Sie haben alle Fotos gesehen, da haftet nichts. Okay? Und das ist natürlich auch wichtig für ihr Überleben. Das nennt man in der Forschung, in der Wissenschaft eine Forschungsfrage. Darauf kann man ein Projekt aufbauen, man kann Geldmittel einwerben und genau das haben Forscher in den USA gemacht. Die haben sich die Pinguinfedern angeschaut, erstmal unter dem Raster Elektronenmikroskop und das ist das, was sie gesehen haben. Man weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber die Lufteinschlüsse zwischen diesen Ästen hier auf dem oberen Bild haben eine Wirkung, dass sie Spannungen im Eis erzeugen, wenn sich Eis bildet. Das heißt, da bilden sich kleine Risse und das Eis platzt von selber ab. Das nennt man eine technische Oberfläche. Diese Oberfläche hat nicht nur mechanische Eigenschaften, sondern auch eben diese Eis abplatzen lassende Eigenschaft. In dem unteren Bild, das sehen Sie nicht ganz so gut, auf dem senkrechten Stamm sind so kleine Rillen und die verhalten sich ähnlich wie das Lotusblatt. Die lassen also Wasser abperlen. Pinguine nutzen also sowohl den Effekt, Wasser schnell abperlen zu lassen. Wenn es schnell weggeht, dann kann es nicht frieren. Und wenn das Eis sich bildet, dann erzeugt diese Oberfläche Spannungen, damit das Eis abplatzt. Und als drittes kommt noch so ein öliges Sekret aus der Bürzeldrüse, das nochmal eines draufsetzt für Wasserabwendigkeit. Ingenieure wären nicht Ingenieure, wenn sie nicht versuchen würden, das nachzubauen, selbst wenn sie nicht genau wissen, wie das funktioniert. Und sie haben es einfach mal probiert. Sie sehen dann Drahtgeflecht. Das ahmt so diese Lufteinschlüsse nach und funktioniert anscheinend auch sehr gut. Und unten rechts sehen Sie diese Mikro- bzw. Nanostrukturierung, die dieses Wasserabperlen erzeugt. Okay. Ich komme auch schon ein bisschen zum Ende. Die Natur hält viele, viele Lösungen bereit. Wir haben schon beim Pinguin gesehen auf der Folie. Da habe ich nur kurz recherchiert und da habe ich 5, 6 Sachen gefunden, wo die Pinguine eine Technologie einsetzen. Es gibt Millionen von Arten. Wir wissen gar nicht, wie viele Arten auf unserem Planeten leben. Wir kennen etwa 2,7 Millionen davon. Manche haben wir auch noch gar nicht benannt oder beschrieben. Und das ist ein riesiger Technikfundus.
was es da an Technologien gibt. Es gibt technische Oberflächen, die Wasser aus dem Nebel fangen. Es gibt Technologien, Tiefseeschwämme erzeugen Glas. Nicht bei 1000 Grad, so wie bei uns in der Industrie, sondern bei Meerestemperatur. Es gibt die irrsten Sachen und millionenfach. Sie sind auch nachhaltiger. Und da komme ich später noch einmal darauf zurück. Ich komme jetzt gleich zu meiner größten Schlussfolgerung. It's really hard to hate a penguin. Ja. Mir geht's auch so. Ich glaube, wir sind als Menschen so gepolt, wenn wir ein kleines Wesen sehen, das so mit steifer Hüfte sich so fast hilflos fortbewegt, dann regt das unsere Empathie an. Das will die Evolution so, das verbindet uns als Menschen. Ich als Bioniker weiß aber, das verstellt unseren Blick auf die Technik. Und ich will ja, dass wir die Technik sehen. Mein Appell an Sie heute ist also, beziehungsweise es gibt auch viele Tiere, die nicht in den Top 10 der Zootiere rangieren und die tolle Sachen haben. Ich habe hier ein Modell von einer Schnecke. Wer würde denn vermuten, dass es hier Faszinierendes dahinter steckt? Also Sie können nach dem Vortrag gerne zu mir kommen, ich erkläre es Ihnen. Aber wir haben psychologische, wir haben historische, wir haben kulturelle Biases, die uns daran hindern, die Technik wirklich wahrzunehmen in diesen Sachen. Mein Appell an Sie heute ist also, lassen Sie uns diese Technik sehen, lassen Sie uns diese Technik nutzen. Bionik hat das Potenzial, unseren Blick auf die Natur radikal zu verändern. Wir kennen alle die Appelle, die Aufrufe, lasst uns die Umwelt retten. Klimawandel, wir müssen die Natur retten. Wenn wir zulassen, dass die Natur nur so vor Technik strotzt und dass diese Technik uns nachhaltigere Lösungen anbieten kann, Glasproduktion bei Meerestemperatur, wir sind noch weit entfernt, das technisch umzusetzen natürlich, aber wenn wir das zulassen, dann sind nicht wir diejenigen, die die Natur retten, sondern die Natur rettet uns. Lassen Sie uns die Technik sehen und lassen Sie uns nutzen. Willem, vielen Dank für deinen Vortrag, der auch sehr inspirierend ist. Wir hören gleich mal rein ins Publikum. Was gibt es für Fragen zum Thema Bionik? Sonst stelle ich vielleicht mal die erste Frage. Siehst du das Thema Bionik schon ausreichend sozusagen im Fokus? Gibt es noch weitere Bereiche, wo du sagst, hätte man schon längst drauf gucken müssen und da juckt es dich in den Fingern, da nochmal ein genaueres Brennglas drauf zu halten vielleicht? Also Materialien sind ein Thema, wo viel Interesse besteht, weil man weiß, dass was zu holen gibt. Schwieriger ist es, wenn man ergebnisoffen guckt. Also man hat eine Problematik, zum Beispiel Eis oder es kann irgendwas sein. Und dann muss man sich erst mal sagen, wenn man Bionik machen will, ich gucke mal in die Natur. Und dann muss man unter den Millionen von Arten die richtige finden oder zumindest eine Auswahl, die jetzt das Potenzial hat, uns bei der Problematik zu helfen. Und die Bionik ist noch relativ jung, das heißt, uns fehlen noch die Methoden. Also es gibt Methoden, aber es ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Vielleicht hilft die KI dann irgendwann, aber es ist noch jung. Und jede Zeitenwende hat diese Periode, wo etwas noch entsteht und noch nicht reif ist. Und wir müssen jetzt, das ist auch Überzeugungsarbeit und sichtbar machen, damit wir da vorankommen. Herr Heckel. Sie könnten uns so ein bisschen was erzählen über die Spinnfäden zum Beispiel. Ne? Material stärker als Stahl. Oder Sie könnten uns was erzählen, Sie haben noch den Lotus-Effekt. Ne? Haben wir doch Anwendungen in Toilettenbeschichtungen. Villeroy & Boch habe ich seit 20 Jahren zu Hause. Wir sind doch an manchen Stellen, in Winglets beim Airbus und so weiter. Wir sind doch sehr, Herr Speck und so, nicht? Wir sind doch sehr erfolgreich unterwegs schon in der Bionik. Und es gibt noch so viel, deshalb gewinnt mir auch Ihr Vortrag, es gibt noch so viel mehr zu entdecken und Geheimnisse. Aber es gibt schon, vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele nennen, es gibt ja schon Anwendungen, die wir gar nicht so merken, aber die gerade in der Nanobeschichtungstechnologie, Oberflächenbeschichtung, Strukturierung, Farben von Schmetterlingsflügeln ohne Pigmente und solche Dinge. Erzählen Sie uns doch. Genau. Wie lange wollen Sie hier bleiben?
Es gibt Millionen. Also eine sehr interessante Sache, die Sie gerade zum Schluss angesprochen haben. Es gibt in der Natur Strukturfarben, die findet man auch bei einem Pinguin. Und Farbe entsteht meistens bei uns durch Pigmente, also chemische Farbe. Und sie zu erzeugen, ist dann ein chemischer Prozess. Und Strukturfarben sind ein physikalischer Vorgang. Da geht es um Interferenzen. Da wird auf der Nanometerebene das Licht manipuliert. Und das Material ist eigentlich vom Pigment her braun, aber wir sehen zum Beispiel blau. Ja? Und da liegt es an der Kreativität, wie setzen wir das ein. Ja? Es gibt wirklich, wirklich sehr, sehr viel und es waren nur 10 Minuten. Ich hätte noch eine kurze Frage, weil Sie ja auch in der Ausbildung quasi tätig sind. Ich habe vor, ich weiß nicht gar nicht mehr, 20, 15 Jahren, als es für mich mal anstand, 20 Jahren glaube ich eher, mich damit beschäftigt, wo man Bionik auch studieren kann. Damals gab es noch relativ wenig, da gab es ein Buch von Kurt G. Blüchel, das war es dann so ungefähr. Und irgendwie, ich glaube, in Bremerhaven gab es irgendwie einen ersten Versuchsstudiengang. Wo kann man denn mittlerweile so in diese Richtung uns fortbilden, wenn jetzt die nächste Generation, was ich ja auch glaube wie Sie, mehr Bionik und mehr von der Natur sich abschauen soll? Wo kann man das schon machen? Also es gibt die Hochschule Bremen, wir haben Vorlesungen an der TU München. Aber man kann Bionik auch ohne Ausbildung machen. Es ist eine Innovationsmethode, das heißt auch Industriedesign, weil in Industriedesign lernen Sie Methoden, lernen Sie ergebnisoffen an Problemstellungen heranzugehen. Als Ingenieure oder Techniker sind wir immer sehr schnell bei der Lösung. Ah ja, ich weiß, was es ist. Oder nehmen wir Design Thinking, da weitet man das Feld auf und setzt dich erstmal lange mit dem Problem auseinander. Das ist auch Bionik-Sache. Das heißt, da fließen so viele Sachen ein, dass sie in jedem dieser Bereiche sich ausbilden lassen und dann später Bionik betreiben lassen, weil sie sind sowieso im Team. Sie brauchen Biologen, sie brauchen Ingenieur, wenn sie wirklich tief gehen wollen. Das Spannende sind immer diese ganz unerwarteten Verbindungen. Also es gab zum Beispiel eine Konsumgüterfirma, die wollte Waschmittel besser anwendbar machen auf Blutflecken. Und ich erinnere mich, Blutflecken auf der Sportbekleidung, da legt man die Kleidung im Wasser, im kalten Wasser und lässt sich das von alleine auflösen. Waschmittel waren da nicht wirksam. Und dann hat die Firma ein Team von Biologen zusammengeführt und gesagt, was können wir denn in der Natur finden, was uns da hilft? Blutflecken entfernen, in der Natur nach Waschmittel suchen, ist nicht vielversprechend. Das heißt, wir müssen das Problem irgendwie verändern. Und dann haben sie gesagt, okay, nicht Waschmittel, sondern wie lässt sich Blut abbauen? Okay, da sind wir schon einen Schritt näher. Ist aber auch relativ unspezifisch. Und dann sind sie auf der biologischen Seite dann wieder konkreter geworden und gesagt, Blut verdauen. Und dann sehe ich ihnen am Gesicht schon fast an, da kommen ihnen viele Ideen. Ja, und dann kamen sie schlussendlich auf den Blutegel. Ja, und die Firma hat dann auch später gesagt, diese Erfahrung hat sie in eine Richtung gelenkt, auf die sie selber nicht gekommen wären. Also durch die Natur kommt man auf neue Impulse, weil die Evolution ganz anders vorgeht als unsere F&E. Wir haben eine Budget-Einschränkung, wir haben eine Zeiteinschränkung. Was macht die Evolution? Sie hat Millionen Jahre Zeit. Sie probiert, solange sie will. Da kommen ganz andere Lösungen dann raus. Gut, vielen Dank, Quillem. Und es geht auch gleich weiter mit dem großen Finale für heute Abend. Das war nämlich der letzte Vortrag unserer Teams sozusagen. Ich bitte alle, die heute auf der Bühne standen, nochmal auf die Bühne. Und wir machen die Abstimmung per Applausometer. Also machen Sie sich schon mal warm. Welche der 5 Zukunftsideen hat Sie sozusagen am meisten überzeugt? Wo steckt am meisten Potenzial drin? Was ist besonders mit viel Herzblut vorgetragen worden vielleicht? Oder was ist einfach der würdige Gewinner des heutigen Abends? Ich starte mal ganz kurz, oder vorher sage ich noch, was es zu gewinnen gibt natürlich. Es gibt eine Urkunde vom Generaldirektor und eine Jahreskarte für unser Museum. Gerade nagelneu, frisch eröffnet sozusagen, 20 neue Ausstellungen, lege ich jedem ans Herz, auch ohne Jahreskarte. Also schauen Sie gerne vorbei, es lohnt sich. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Innovationen, die ihr euch dann alle noch abschauen könnt. Es, glaube ich, gibt viel zu entdecken auf jeden Fall. Okay, wir kommen jetzt zum Ernst der Abstimmung. Wer ist für Cornelius Kaufmann und die Wasserstoffdrohne von Levitum? Bitte einmal Applausometer, bitte applaudieren Sie. Gut, vielen Dank.
Nächster Kandidat. Wer fand die smarten Schmuckstücke der Zukunft am besten? Von Michaela Stauch und Alexander Schöllkopf und Xtrepy. Okay. Dann bitte jetzt einmal abstimmen für Manuel Opitz und DeepEye und sozusagen die Verbesserung der Sehkraft durch KI. Gut, dann das vierte Team von heute, Cornelia Hinze und Paul Huslage von Teva bzw. Max Planck. Okay, vielen Dank. Und zum Schluss euer Applaus für Guillem Mostel von der TUM und der Bionik. Puh, das ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Ich würde noch mal ein Stechen machen. Also bei mir kam es jetzt vorne an. Ich glaube, zwei Kandidaten waren für mich hier vorne am lautesten hörbar. Und zwar die letzten beiden Kandidaten. Einmal Teva und Max Planck und Bionik. Deshalb würde ich Sie noch mal bitten, noch mal vielleicht alles zu geben für den Kandidaten, der Ihnen von denen am besten gefallen hat. Also einmal Cornelia Hinze und Paul Huslage, Teva und Max Planck. Und nochmal für Guillem Mostel. Also ich glaube, es ist natürlich nicht ganz trennscharf, aber es ist ein hauchzarter Vorsprung für mich für Teva und Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Deshalb darf ich euch jetzt zu den Siegern ernennen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Gewinner vom zweiten Future Slam. Auch sehr viel Herzblut im Vortrag. Das wurde, glaube ich, auch bewertet. Also echt klasse gemacht. Super. Okay, bei allen, die jetzt zu Hause zuschauen auf YouTube, muss ich mich jetzt verabschieden. Schön, dass Sie dabei waren. Schauen Sie nächstes Mal persönlich vorbei. Das würde uns alle sehr freuen. Ich glaube, es lohnt sich. Vielleicht haben Sie auch die Inspiration, selber mal auf der Bühne zu stehen. Das wäre natürlich noch schöner. Bewerbungen jederzeit ans Deutsche Museum bzw. am Forum der Zukunft @deutsches-museum.de. Oder auf der Website. Also bewerben Sie sich, um auch hier vielleicht zu gewinnen. Würde mich sehr freuen. Alle, die hier sind, es gibt noch Getränke hier vorne an der Bar. Und natürlich sind alle noch da, die jetzt auch vorgetragen haben. Vielleicht haben Sie noch eine Frage, vielleicht kommen Sie ins Gespräch. Und bleiben Sie gerne noch bei uns hier. Vielen Dank. Und genau, bis dann. Danke, tschüss. Sehr gut, natürlich muss Herr Heckel noch...